Heute zeige ich euch eine Maissuppe, die ihr so wahrscheinlich noch nie gesehen habt und die echt was hermacht und geschmacklich der Wahnsinn ist. Mit ein bisschen Büffel Mozzarella und ein paar feinen Sachen. Die geht super einfach und ihr braucht gar nicht viel. Viel Spaß bei dem Video. Wir fangen an mit Schalotten. Ich habe hier zwei zum Mittelgroße Schalotten. Ihr könnt natürlich auch eine rote Zwiebel oder eine Zwiebel nehmen. Hauptsache ist, dass wir so ein wenig Grundgeschmack da drin haben. Die halbiere ich einmal, damit ich sie besser schälen kann. Der Topf hier ist schon auf mittlerer Hitze und da kommt ein guter Schwups Olivenöl mit rein. Und die Schalotte oder wenn ihr auch eine Zwiebel nehmt, wird als nächstes angeschwitzt, so wie ihr es eigentlich von jeder Suppe immer als Basis kennt. Das geht einmal rein. So 30 Sekunden gebe ich der Schalotte jetzt Vorsprung, damit sie die Zeit hat, so ein klein wenig die Hitze alleine zu genießen. Und dann kommt unsere Hauptzutat und fast einzige Zutat, die wir heute benutzen, mit dazu, nämlich Mais. Und ich habe hier Dosenmais genommen. Ihr könnt aber natürlich auch frischen, vorgekochten Mais nehmen. Da müsst aber dann halt die Kolben noch abschneiden, also macht nicht so viel Sinn. Dosenmais, glaube ich, haben die meisten von euch zu Hause. Davon kommen, ich glaube, knapp 600, 700 Gramm sind es jetzt. Mit da rein, das sind im Endeffekt zwei abgegossene Dosen. Kommt alles mit dazu. Und der Mais wird jetzt mit 200 Milliliter Flüssigkeit bedeckt. Da könnt ihr entweder Wasser nehmen oder auch Gemüsebrühe. Ich habe beim letzten Mal Wasser genommen, war schon überrascht, wie das geschmeckt hat und wollte es einfach mal ausprobieren, wie es jetzt mit Gemüsebrühe schmeckt. Ich werde es euch am Ende berichten, was das für ein Unterschied ist. Auf jeden Fall ist wichtig, dass der Mais bedeckt ist und jetzt einfach für 10 Minuten so köchelt. Ich packe einfach einen Deckel mit oben drauf und gebe dem jetzt ein bisschen Zeit, dass sich das alles so ein bisschen miteinander vermischt. Der Schinken braucht so ungefähr 15 Minuten da drin und dann könnt ihr ihn rausnehmen. Und ihr seht ja, ich habe unter den Rost nochmal das Backblech und habe da dann wiederum Backpapier drauf gelegt, um eben dieses Fett hier aufzufangen, denn ansonsten stinkt das ziemlich beim Backen. Auf dem Rost an sich braucht ihr nichts. Ist sogar ganz gut, wenn da von überall Luft dran kommt. Und jetzt merkt ihr schon, heiß und sehr knusprig. Wart mal. Das ist jetzt richtig einfach getrocknet. Und ist praktisch wie so eine Konsistenz wie ein Kartoffelchip. Schmeckt aber natürlich viel, viel intensiver und hat auch ein ordentliches Salzgehalt, weil ja zum Haltbarmachen von Schinken ganz oft sehr viel Salz benutzt wird. Dementsprechend bedenkt es auch immer, wenn ihr die Suppe würzt, gerade wenn ihr es mit Gemüsebrühe macht, denkt dran, dass hier ein großer Salzanteil mit reinkommt. Falls ihr das Ganze nicht mit Schinken machen möchtet und eine vegetarische Alternative haben wollt, dann einfach ein bisschen Räuchertofu ganz fein würfeln, anbraten, ein bisschen Paprikapulver oder geräuchertes Paprikapulver dazugeben und Salz. Das Ganze schön knusprig braten und dann habt ihr auch ein sehr geiles Topping, geschmacklich super gut dazu passt. So, ein bisschen was von dem Wasser sollte auf jeden Fall verdampfen. Es ist aber auch cool, wenn ihr da noch ein bisschen was drin habt, denn wir wollen das Ganze jetzt ja zu einer Suppe pürieren. Normalerweise würde ich das jetzt hier drin mit dem Stabmixer pürieren, aber bei Mais ist es so, dass der echt gerne so rausgeschleudert wird aus dem Topf, wenn man es mit dem Stabmixer püriert. Dementsprechend würde ich euch raten, das Ganze in so einen Messbecher, der auch zum Mixen geeignet ist, umzufüllen. Gibt es oft mit den Stabmixern direkt dazu. Versucht möglichst viel Mais da rein und nicht auf den Tisch. Und jetzt habt ihr, außer ihr habt einen richtig krassen Hochleistungsmixer, eine relativ dicke Suppe, sage ich mal. Das ist jetzt nicht die finale Konsistenz, keine Sorge. Ich weiß, ich bin bekannt für sehr dicke Suppen, aber das ist selbst mir zu dick. Denn heute passieren wir das tatsächlich nochmal durch ein Sieb. Ich mache das jetzt einfach mal in so eine Metallschüssel, um es euch vorzuführen. Aber ihr könnt es auch, wenn ihr sie selber essen wollt, direkt auf den Teller passieren oder halt in irgendein anderes Behälter noch. Ich gebe erstmal die Hälfte davon rein und jetzt streicht ihr mit dem Löffel einfach die ganze Zeit diesen Mais. Und am Ende habt ihr dann eine relativ feste Masse hier. Das sind einfach die ganzen Fasern und eben auch die Maishüllen. Die festen Sachen, die beim Essen so ein bisschen stören würden. Also ich habe ehrlich gesagt nichts gegen eine dicke Suppe, aber viele Leute mögen die ja auch so fein. Und schaut euch mal die Konsistenz jetzt an von der Suppe. Die ist natürlich fantastisch. Guckt euch mal an. Das sieht wirklich traumhaft aus. Und geschmacklich auch eine richtig feine Sache, weil diese Süße von dem Mais kommt wahnsinnig gut durch. Mit der Gemüsebrühe passt auch ziemlich gut. Ich habe es aber auch mit Wasser probiert. Funktioniert ebenfalls, weil tatsächlich der Maisgeschmack da echt gut durchkommt.
Salzlevel, wie gesagt, noch ein bisschen gering, weil wir das Ganze jetzt dann noch ein bisschen mit anderen Sachen verfeinern. Ich habe hier ein bisschen Büffelmozzarella und der bringt natürlich auch nochmal Fett in die Sache, denn bei vielen Suppen gibt ihr ja am Ende Sahne rein. Hier geschmacklich ist das Ganze eine andere Sache mit Büffelmozzarella. Muss auch nicht viel sein und der schmilzt auch, wenn ihr ihn unterrührt, was eine ganz spannende Sache ist. Dann zum Mozzarella noch ein bisschen Basilikum. Harmoniert echt gut in dieser Suppe und hat mich geschmacklich wirklich überrascht, wie gut das mit einer Maissuppe zusammengeht. Dann als nächstes so ein Schinkenchip, könnt ihr entweder so ganz dekorativ als Ganzes reinstecken oder natürlich drüber bröseln. Und was ich für die Farbe einfach noch geil finde, ist nochmal ein bisschen Paprikapulver drüber. Muss gar nicht mega viel sein, aber so eine kleine Prise sieht sehr, sehr geil aus. Und wer möchte, noch so ein bisschen Brot oder einen Cracker an die Seite und ihr habt eine ziemlich stylische Suppe, die auch geschmacklich auf jeden Fall was Besonderes ist. Und dann schaut euch mal dieses wunderschöne Kunstwerk an. Da freut sich auch jeder, der das serviert bekommt, oder? Die Menge, die ich hier gemacht habe, ist tatsächlich nur für eine so eine Schale. Deswegen macht gerne mehr. Einfach die Zutaten multiplizieren, größere Töpfe, größere Mixer nehmen und ihr habt so eine richtig feine Suppe, die einfach traumhaft schmeckt. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao!